Hallo Papa, wie geht's? Azuria Pokémon Arena Leiter Misty, warte, steht da schon, dass Jaja hat ja schon gewonnen, Menno. So, ich könnte diesen ersten Trainer hier umgehen, das wäre allerdings recht witzlos. Ja, hier geht nichts mehr, würde ich sagen. Ich denke, ich bin auf einem okayen Level, um hier zurechtzukommen. Ich bin gerne bereit, das Spiel mich etwas des Gegenteils belehren zu lassen, aber ich möchte nicht aufhören. Ich habe jetzt, also ich habe mit diesem Nuzlocke-Run angefangen und dachte, oh, das wird vielleicht scheiße. Aber jetzt habe ich echt Bock, die Sache durchzuziehen. So, er hat Kirlia auf Level 16. Ich werde, glaube ich, oh Gott, mache ich jetzt. Ich habe nicht gesehen, wie viele Pokémon der hat. Oh, ich passe nie auf. Das ist mein Fehler. Ich passe nie auf. Ich mache den Solarstrahl. So bin ich immer nur für eine Runde in einen Angriff reingelockt. Und Umklammerung, das ist okay. Umklammerung ist mir völlig egal. Friss diesen Solarstrahl, du seltsame Google-Such-Erfahrung. Da kommt nämlich noch ein Pokémon. Myrapla. Gegen Myrapla hole ich Hutgut rein, würde ich sagen. Denn das ist immer eine gute Idee. Aromakur, ja, für deine ganzen Pokémon, die vergiftet sind und schlafen und eingefroren sind. Das ist echt eine gute Strategie, die du da hast. Das ist Sarkasmus. Get it? Stachelspore, ah, gut. Hätte jetzt natürlich nicht mehr so viel für ihn gebracht, aber ist okay. Und so habe ich die erste Hürde überwunden von dreien. Und ich werde direkt. Ich habe zwar nur 2 KP verloren mit Hasespock, aber in der Arena. Ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Und deswegen werde ich auch für 2 KP nochmal ins Pokémon Center gehen, denn ich habe wirklich Lust, das Spiel durchzuspielen. Noch vor August. Im August werde ich erstmal nicht mehr da sein. Und auch nichts für Victory Road machen können in dieser Zeit für 10 Monate. Und vorher möchte ich auf jeden Fall noch diesen Run beenden. Erfolgreich. Und ja. Trainerin Nummer 2. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Witzigerweise kann man schon, ich hätte auch nach oben gehen können einen Schritt und dann schon Misty bekämpfen können, bevor ich gegen sie kämpfe. Aber hey, who am I to judge? Krabi, Level 19. Ja, da würde ich doch sagen, Blättertanz. Du kannst mir nämlich gar nichts. Du Klopsmöhre. Bam, bam. Sehr gut. Gut, gut. Und wir alle wissen, was jetzt kommt. Hasespock versucht Fauna-Statue. Was ist Fauna-Statue? Fauna-Statue. Angriff mit dickem Ast. Für alle die ganz Cleveren unter euch, da ist ein Peniswitz versteckt. Angriff mit dickem Ast. Der Angreifer muss eine Runde aussetzen. Ich glaube, diesen Angriff möchte ich nicht erlernen. Wobei, ja, die Sache ist die. Im Prinzip ist es ja nichts anderes als der Solarstrahl, nur andersrum. Dass ich halt erst angreife und dann aussetzen muss, statt auszusetzen und dann anzugreifen. Allerdings sind das nur 5 AP. Genauigkeit 90%, aber es ist stärker natürlich. Oh, das ist echt jetzt. Das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Ich möchte ungern Angriffe haben, die nicht immer treffen, ist die Sache. Das sind so 10%, die mich halt böse ins Knie bumsen können. Nee, ich glaube, ich bleibe bei meinem Solarstrahl. Und vor allen Dingen beim Solarstrahl besteht halt immer noch irgendwo die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo mal Sonnentag bekomme oder Dürre und dann halt nicht aufladen muss. Und dann, nee. Fauna-Statue nicht erlernt, das lassen wir. Auch wenn es ein saugeiler, heftiger Angriff ist. Ich bleib beim Solarstrahl. Gut.
Auf ins Gefecht. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. TM. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Also, ich fange sie. Immer nur das erste, was ich treffe. Und wenn eins mal K.O. geht, dann lasse ich es frei. Weil ich eine furchtbare Person bin. Tentacha. Tentacha ist nicht gut. Tentacha ist gar nicht gut. Tentacha ist gar nicht gut. Tentacha ist ein Gift-Pokémon. Giftwasser, das heißt, es könnte mich vergiften. Und vor allen Dingen ist Gift sehr effektiv gegen Pflanze. Und es ist ein Wasser-Pokémon. Also kann natürlich auch ein Wasserangriff kommen. Ich werde erstmal Ditto reinholen. Einfach zum Scouten, um zu gucken, was passiert. Blubstrahl. Blubstrahl ist in Ordnung. Blubstrahl ist, glaube ich, Blubstrahl ist doch sogar die TM, die man tatsächlich bekommt. Normalerweise, wenn man gegen Misty antritt, oder? Vertue ich mich da? Ja, Initiative runter bringt jetzt nicht viel. Für dich, für mich, weil ich bin eh Schwein langsam. Ich werde jetzt allerdings wechseln. Weil wenn jetzt ein Volltreffer kommt, ist es vorbei mit Ditto. Supertrank wird eingesetzt. Oder so. Stimmt, die setzen ja manchmal Tränke ein. Benutze ich jetzt die von Tränen oder das Feuer-Odem? Ich glaube, ich benutze erstmal die von Tränen, weil auch wenn die nicht effektiv sind, sind das immer noch 150 Base-Power. Plus STAB. Das ist, glaube ich, immer noch stärker als das Feuer-Odem. Allerdings nicht sehr effektiv. Aber gut, zum Glück scheint dieses Tentacha nur Blubstrahl drauf zu haben. Da habe ich erstmal nichts gegen. Ach, das ist allerdings auch eine Tortur hier. Ich glaube, dieses Tentacha hat wirklich nur Blubstrahl drauf. What the fuck? Na komm. Ich habe aber auch jetzt echt Angst vor dem Volltreffer. Muss ich sagen. Aber jetzt ist es down. Oh, und ich habe Angst vor allem, was jetzt kommt. Jetzt gilt's. Was kommt als zweites? Firnontor. Ein Eis-Pokémon. Das ist ganz schlecht. Das ist richtig schlecht. Fuck. Eis ist gegen Hutgut sehr effektiv, gegen Haselspock sehr effektiv. Und auch und Kali haben nicht mehr viel KP. Fuck. Das ist scheiße. Ich glaube, oh fuck. Und auch noch auf Level 21. Scheiße. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal mit Kali drin, um zu gucken, was da jetzt für ein Angriff kommt. Ja, das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, weil weiter kann ich gerade nicht denken. Oh fuck, hält das viel aus. Es macht Härtner. Dass es Härtner macht, ist in Ordnung. Mach ruhig Härtner so viel du willst. Aurora-Strahl. Ja, also da ist schon mal der Eisangriff. Nein! Scheiße. Scheiße, Kali. Er hatte doch einen Drachenangriff. Was soll ich tun? Wie steht's denn mit Spezialverteidigung? 53, 33, 26. Ich sag mal so. Aber, oh, ist das ätzend. Die Sache ist die, dieses Firnontor hat Härtner. Und Härtner heißt, dass physische Angriffe weniger Schaden machen. Normalattacken sind physisch, Flugattacken sind physisch. Was ist keine physische Attacke?
Pflanzenattacken sind physisch. Ja, sind psychisch. Das heißt wiederum, dass ich mit Hasespock auch wegen des Levels am meisten Schaden mache. Und jetzt ist die Frage, soll ich Hasespock reinholen und hoffen, dass ich siege? Oder nicht? Das ist scheiße. Das ist jetzt, die Sache ist, wenn ich auch reinwechsle, kann ich quasi garantieren, dass es sterben wird. Und ich möchte nicht, zwei Pokémon verlieren. Das Gute ist, dass Pflanze auch neutral gegen Eis ist. Ich glaube, ich werde es wirklich riskieren und Hasespock. Ah nein, aber... Das könnte echt eine saudumme Entscheidung sein. Das ist echt zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Ich muss es versuchen. Auf der anderen Seite... Ich weiß es echt nicht. Oder ich glaube, ich hole Hut gut rein. Doch, ich hole Hut gut rein erstmal. Aus dem einfachen Grund, es hat hohe Spezialverteidigung. Ich habe einen STAB-Stampfer, der eventuell sogar den Gegner zurückschrecken lässt. Und vielleicht kann ich so einen Aurora-Strahl aushalten. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm, das zu machen. Trotz Härtner, schauen wir mal. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ja, mach ruhig mehr Härtner. Das ist jetzt erstmal okay. Ich habe kein Problem damit, wenn Härtner und Aurora-Strahl die einzigen beiden Angriffe... Hagelsturm. Okay. Ist jetzt... Oh, und ich habe... Und ich glaube, hat nicht sogar... Hier. Hutgut hat auch sogar die Fähigkeit, dass Wetter neutralisiert wird, oder? Das war doch... Prognose ist vom Wetter abhängig. Prognose, das war die Formeo-Fähigkeit. Okay. Und ich werde nicht zu einem Eis-Pokémon. Was für ein Betrug ist das? Ach komm, schreck doch zurück! Bei den Spaßtrainern, da kriege ich jeden fucking Flinch. Aber hier... Und ich glaube, es werden sogar Eisangriffe verstärkt durch den Hagel, oder? Ich weiß es nicht. Bitte, mit einem Volltreffer. Yes! Oh, mit Ansage! Oh Gott. Wow, du bist sehr gut. Das ist ja ein Slogan wie von der Partei. Hallo, ich bin Domme. Wählen Sie mich, denn ich bin sehr gut. Oh nein. Und da ist das nächste Pokémon, Eis-Pokémon. Oh nein. Nein. Willkommen. Dies ist die neue, verbesserte Endcard. Hier werde ich meine Zeit nutzen, um schamlos Werbung für unseren Kanal und unsere Shows zu machen. Wenn Sie oben klicken, können Sie uns ein Abonnement da lassen, worüber wir uns sehr freuen und welches uns zu viel Ruhm und Ehre verhelfen wird. Wenn Sie links klicken, gelangen Sie zu den Spaßtrainern, einer Pokémon-Show, die noch viel professioneller und weniger albern ist als diese Sendung hier. Wenn Sie rechts klicken, kommen Sie zum Indie-Bonbon-Podcast, in dem es um verschiedene Indie-Spiele geht und für die, die es nicht wissen, Indie-Spiele sind wie Videospiele, nur noch besser. Wenn Sie hingegen unten klicken, dann wären wir Ihnen unfassbar dankbar, wenn Sie uns mit einer kleinen Spende unterstützen würden, denn wir verdienen hiermit nichts, aber wir würden gerne hiermit Geld verdienen und ganz wohl reich werden und deswegen brauchen wir ganz dringend euer Geld. Nein, Spaß, das müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr, ne? Ich zwinker gerade, das könnt ihr nicht sehen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß. Auf Wiedersehen.